Die Nachricht morgen, die wird lauten, bei der S-Bahn macht's die Bahn, auch weiterhin auf der Ringbahn. Die Nachricht heute von der Opposition nimmt schon darauf Bezug, auf den alten und neuen Betreiber. Sie lautet, das macht's dann auch noch teurer. Die Grünen haben heute alles dazu aufgelistet. Billiger und besser sollte die S-Bahn mit der Ausschreibung von Teilen des Netzes werden. Jetzt scheint dieser Plan zu scheitern. Es wird deutlich teurer, haben zumindest die Grünen ausgerechnet. Wir haben uns die verschiedenen Materialien angeguckt, die im Rahmen der Haushaltsberatung bei uns auf dem Tisch lagen, und dann eine eigenständige Schätzrechnung gemacht. Und die führt uns zu dem Ergebnis, dass die neuen S-Bahn-Verträge, die da geschlossen werden sollen, insgesamt 100 Millionen Euro mehr kosten werden als bisher. Über die Laufzeit von 15 Jahren stünden dann, so die Schätzung, 1,5 Milliarden Euro Zusatzkosten auf der Rechnung. Zahlen, zu denen sich die Senatsverwaltung für Verkehr aus vertragsrechtlichen Gründen nicht äußert. Die Ausschreibung soll eigentlich die Kosten deutlich nach unten drücken. Doch Bewerber für das S-Bahn-Netz gibt es nicht mehr. Nur die Bahn, also der bisherige Betreiber, steht zur Verfügung. Die Bahn, wenn man quasi nur einen Anbieter hat, der einem gegenüber sitzt, dann macht der natürlich die Preise. Und die Konstruktion ist so gewählt worden durch den damaligen Verkehrssenator Müller, dass eben zum Schluss nur die Bahn übrig bleiben kann. Das heißt, alle anderen Bewerbungen, die es da in der Theorie mal gegeben hat, es war von vornherein klar, dass dies nicht werden. Denn die anderen hätten neue Züge gebraucht. Die Bahn hat bereits welche. Und die müssen jetzt noch länger durchhalten. Auf dem Ring bis 2022. Die Modernisierungskosten trägt das Land Berlin. Die Grünen fordern einen kompletten Neustart des Vergabeverfahrens. Morgen allerdings wird vermutlich die Bahn als alter und neuer Betreiber der Ringbahn ab 2023 vorgestellt. Den endgültigen Zuschlag bekommt sie aber erst am 22. Dezember, wenn die Einspruchsfrist endet. Und dann wird vermutlich auch klar, wie viel das kostet und wie es finanziert wird.